Moin Leute, was geht? Wir sind mal wieder bei einer entspannten Runde Pokémon Renegade Nuzlocke Challenge. Oh yeah. So, Sache ist, mir ist nach der letzten Folge, also mir ist die letzte Aufnahme gecrashed, so war, warum? Da ich aber schon abgespeichert hatte und den Crash in der Aufnahme nicht gemerkt habe, also der war kurz nach Anfang der Aufnahme, heißt war halt quasi nix, hab ich dann quasi jetzt die ganzen Trainerkämpfe in der Arena nicht mehr. Ist kacke, ist passiert, kann ich nichts machen. Aber hier sehen wir schon mal das Team, und zwar haben wir schon nach der letzte Arena ein bisschen als Ziel festgelegt, dass wir ein bisschen rübergehen über die Cap. Hier ist Level Cap 26, bis mal 4 Level rüber. Erstens, weil es sich eben so ergeben hat. Und vor allem wegen dem Move hier. Ist mir zuerst aufgefallen, als dann Glutexo auf Level 30 gegangen ist, aber der Move wird unfassbar wichtig werden in der Arena. Und ich sag schon im Vorhinein, der Kampf wird trotzdem unfassbar schwer werden. Einfach nur, weil ein Roserade rumläuft. Und das Ding hat, soweit ich weiß, 120 Spezialangriff-Base. Es tut weh. Es tut sehr weh. Das ist halt noch ganz gute Coverage normalerweise. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt mal rüber. Ich will mir noch kurz High-Items kaufen, weil ich glaube, ich habe keine mehr. Nach den ganzen Trainerkämpfen und so. So. Okay, neue Tränke habe ich da ein paar. Welche werden auf die 15 Supertränke hochgehen? Und vom Rest. Also, ich habe die normalen Trainer in der Arena. Glaub mit bis zu Level 25 Mons gemacht. Aber hab da schon gemerkt, dass es halt echt schwierig wird. Vor allem ja gefühlt, weil, soweit ich weiß, alle Trainer in dem Hack halt auch einreichen die Vorsophie, Merta und eben auch die wichtigeren Trainer, also eben auch Arena-Leiter, haben ja meistens noch IVs verteilt. Freut mich, wäre das Ganze echt ehrlich. Und ihr seht schon, ja, hier ist alles fertig. Nurina vorne. Habe ich ja auch schon, habe ich im letzten Part nicht auch so angekündigt gehabt, aber der ist ja nicht durchgegangen. Folglich, mit diesem Team werden wir jetzt in die zweite Arena reinstarten. Das sind übrigens Level, die man normalerweise an der vierten, fünften Arena in dem Game hat. Ja. Könnte lustig werden. Schauen wir mal rein. Ich habe mir waiten. I'm Eternal's Gym Leader, Gardenia, the Guard. Ja. Englisch on top. Jo. Überlegung ist jetzt gerade, die ich mir gerade noch nebenbei gemacht habe, ob ich lieber direkt mit dem Gift-Hieb starten will. Oder ob ich hier mit den Giftspitzen nehmen will. Das ist übrigens auch ein Move, das Ding, wenn man Train neu gelernt hat. Ich habe gerade jetzt ganz neue Moves noch zu zeigen, aber ja, okay. Ich glaube, ich gehe auch mal im Gift-Hieb rein, einfach nur weil ich will alles hier so schnell wie möglich weg haben. Wobei halt Toxic Spikes da auch ganz hilfreich sein könnten. Okay, Toxic Spikes. Ich glaube, eine Einheit davon reicht dann auch. Ich glaube, mehr brauchen wir auch nicht. Zum ersten Mal Stunspore, aber ich glaube, mit Speedjam wird das Ding. Dazzling Beam, okay. Das Sound ist interessant. Aber ich glaube. Einfach die Instant-Para. Ist auch Verwirrung. Was bist du für ein Eklige? Bitte komm durch. Selbstverständlich. Flinkklaue. Und. Bitte komm durch. Poison Jab und er soll killen. Er sollte safe killen.
Das war ein bisschen wenig. Na, ich bin schon verwirrt, meine Liebe. So. Aber der nächste Move soll ich killen. Oder auch nicht. So, wir kommen durch. Gift-Heap. Vergiftung. Reicht es jetzt? Ja, es reicht für Vergiftung. Nice. Wir haben eine Lage Toxic Spikes. Und dabei ist schon mal einen recht guten Start hier gelegt. So, es kommt. Grote ist. Checker rein. Hat ja einen Boden. Es kann auch nur Schaufler. War kein Derp-Schaufler. Warum Grote? Kann doch nicht. Die haben da auch Moves hinzugefügt. Das wäre mir eigentlich auch Zauberschein. Ich wüsste gerade gerne, was der hat. Ich glaube, gegen McKnight soll er nicht wirklich was machen können. Vor allem auch mit. Aber nee, wir haben ja nicht mehr Bedroher. Protect, okay. Also jetzt nichts sonderlich Gefährliches, was er jetzt hätte machen können. Aeros. Fassade hat übrigens. Robby hat übrigens Fassade neu gelernt. Weil er nicht gesagt hat. So, Grote. Egelsam. Okay. Negativ dran, wir füllen jetzt KP. Positiv dran. Dadurch kann er sich wahrscheinlich in Range halten, dass sie jetzt keinen Trank benutzt. Also jetzt für ein bisschen Hochheit, Überreste. For real. Zum Gift, ja. Und jetzt soll der nächste Eorask. Oder auch nicht. Ja, ich will uns nur hier ein bisschen Zeit vom Partner ersparen. Dass hier nicht das Part komplett abläuft mit Leech Seed Protect Spam. Wir haben jetzt einfach 30 HP nur wegen Leech Seeds verloren. Und wegen Firma Protect. So, McNugget. Nice. Breloom. Warum Breloom gegen normal Flug-Pokémon? Ich habe gerade ein bisschen Angst vor einem Donnerschlag oder einem Gestein-Move, was jetzt kommt. Auf der anderen Seite. Wait, welches Mal die höhere Speed-Base? Das will ich ja nebenbei mal schauen. Carpels hat eine 60er, glaube ich, oder eine 70er, irgendwie sowas. 70. Och, was hat Staravia? Hat 80. Folglich, eigentlich sollten wir schneller sein. Sind wir auch, Aeroas. Bitte kill, bitte kill, bitte kill. Nice. Crit, okay, ich weiß nicht, ob er jetzt gemerkt hat, was halt immer vielfach effektiv, aber. Hops, das hat gekillt. So, was haben wir jetzt? Tangela. Was macht Tangela? Was kann Tangela? Also, ich bleib bei der Theorie, immer wenn irgendwas reingeschickt wird, muss es irgendwas machen können. Wahrscheinlich hat das Carpet jetzt gerade einen Gestein-Move. Voll, ich will dieses Tangela vielleicht auch einen Gestein-Move haben. Der einzige Gestein-Move, den das Ding kann, der mir jetzt einfallen würde. Kann es ein Gestein. Kann. Ich glaube, Felsgrab, oder? Eigentlich würde ich ja gern Sparrow reinschicken, aber. Der wird das nicht wirklich gut tanken, glaube ich, einmal. Und ich will ihn eigentlich voll haben für das Roserade. Gehe ich ins Zwiebeln und hole mich zu Setupen? Ne, es bringt auch nichts. Frischkäse und einfach Iron Head Spam. Jo. Antikraft, okay. Ich mach das. Crit. Dann vielleicht keine Boosts. Keine Boosts, okay. Keine Boosts. Eisenschädel. Übrigens hat noch Patronenhieb gelernt. Stachelspore. Aber wir sehen. Der nächste Gift-Tick plus Eisenschädel sollte ihn killen. Grassnot, okay. Der sollte aber nicht so viel machen, oder? Ja, okay. Eisenschädel und der macht. Kill, nice. Jetzt ist auch Roserade. Und noch irgendwas anderes.
Cherim. Was macht er gegen Metang? Und lässt die Kraft dasselbe Feuer oder was? Ich will gerade mit allem rechnen, was passieren kann. Ich gehe in Hasenkeule. Sonntag, okay. Hätte ich doch einfach selber auf einen hätte gerade gehen können. Aber jetzt verstehe ich gleich Meteorologe oder so kommen. Bitte Flinkklaue, bitte Flinkklaue, bitte Flinkklaue, Nidorina. Weatherball. Wie viel macht der? Killt aber nicht, oder? Ach. Fuck. Gehe ich jetzt in Lutexo? Der wird gerade wahrscheinlich wieder mal einen Feuermove drücken. Ich gegen Lutexo. Es ist risky, aber ich muss probieren. Der ist technisch ganz gut. Jetzt einfach zweimal Flammenwurf. Das soll uns den Kampf. Fuck, der hat Solar Power. Ja, cool, er hat Solar Power, aber fuck, der hat Solar Power. Das. Weatherball. Wir sind aber noch über der Hälfte nach einem Weatherball und einer Solar Power. Und Flammenwurf soll er killen. Also zu 100% killen. Wir haben hier Flammenwurf in der Sonne. Plus wahrscheinlich sogar schon Blaze. Ne, Blaze haben wir ja nicht mehr. Wir haben Solar Power. Ich bin behindert. So, ich werde jetzt auf Spare Rib erstmal gleich einen Drang drücken. Wenn da Roserade reinkommt. Weil ich nicht weiß, ob wir schneller sind. Okay, gut, dass es jetzt was reinholt. Nachdem jetzt alles schon getoxikt, vergiftet wurde. So, halten wir Spare Rib mal hoch. Was drückt der jetzt? Der ist in ihm, okay. Nehme ich, aber ich will voll hier sein, weil ich jetzt nicht weiß, ob der jetzt irgendwie ein Gift-Move kommt, der ja immerhin dann Step ist und so. Sludge, okay, Schlammbad, glaube ich auf Deutsch, ne? Ich mach das. Oh, fuck. Und natürlich Gift, ne? Natürlich Gift. Das muss ja sein. Ich werde es natürlich probieren, ob wir es einfach schneller sind. Aber drei Monster bei uns mit Schadensveränderung. Rapaya und Siebel. Siebel wird nichts tanken. Der Stats von dem sind ja nicht mehr so kacke, ne? Wir können uns auch tryen, ob ich irgendwas abwerf. Was ist das schnellste Mann bei uns im Team? 55, 43, 46. 60, 45, 45. Ich will, ob ich irgendwas throwen soll. Oder ob ich tryen soll, ob ich schneller bin. Nochmal nachschauen. Roserade hat, glaube ich, auch 70. Oder hat er 90? Der hat 90. Lutexo hat, glaube ich, 80. Ja, der hat 80. Hier ist Frischkäse. Fang den Gift-Move ab. Natürlich können wir Zauberblatt, ne? Halt den jetzt mal hoch. Vielleicht kann er das jetzt auch gewinnen. Vielleicht. Wenn er jetzt irgendwie eine Kraftreserve kommt, ist der auch am Arsch. Magic. Okay, der scheint keine Kraftreserve zu haben. Oder das ist halt wieder so dieses typische CPU-Ding von W. Typische. Com-Trainer-Ding. Von wegen, jo, der Move hätte jetzt eh gekillt, wobei er es nicht mehr hätte, so ich es jetzt sehe. Okay, das Ding kann anscheinend nur Zauberblatt gegen uns drücken. Frischkäse? It's a moment. Sein Kopfstoß.
Kriegen wir es ohne Verluste hin? Seitenkopfstoß. Und der killt. Zu 100%. Nice. Holy shit. Jo, neues von der Arena. Unserem geilen Team hier. Alter, waren die T-Spikes gut. Alter. Ich weiß jetzt nicht, ob wir das ohne die gewonnen hätten. Und ob wir ohne die auch so verlustfrei durchgekommen wären. Soll Strauch da sein als TM? Jo. So. Wir haben ein paar Monster gepoisoned, aber in der Gen killt es ja nicht. Weil ich glaube, es ist nur einmal, dass es gepoisoned ist und das ist Glutex so. So. Dann halten wir mal kurz das Team wieder hoch. So. So, und jetzt kommt die. Kommt zweimal Galaktik. Erstmal ja schon interesting mit dem Schnurrgast. Aber ich will es einmal sagen, unser Team ist da heftig genug für, dass sie das auch hinbekommen. Übrigens, ich hatte dann auch vor, glaub, so ab Level. Also, ich glaube, noch ein Move. Ich hab immer ein bisschen die Level-Up-Moves von den Mons angeschaut. Ich glaube, Nidorina lernt noch einen Move, den es unbedingt lernen wollte. Ich weiß ja nicht mehr genau welchen. Ich glaube, Crunch oder sowas. Oh, okay. Der Trainer ist aber neu. Da kommt mir nicht, irgendwie nicht bekannt vor. Jedian. Der wird jetzt selbst schneller sein als Meiji. Ich will gerade nichts wissen. Es ist. Normalerweise wäre es nur Ledian, aber der hat zu 100% einen Stat-Boost bekommen in dem Game. Zu 100%. Ah, Joas, ja, der hätte wahrscheinlich gekillt sogar. Okay, U-Turn. Ne, was wollte ich ja sagen? Wo war ich gerade? Where was I great? Ich hasse es, einen Faden zu verlieren. Leute, da steht. Ach ja, du hast nicht von Faden verlieren, XDD. Ich will den jetzt mal aufplayen, wäre irgendwie jetzt ein Tiefschlag oder sowas. Und der killt trotzdem. Der killt eh. Was sah ich gerade? Ich war bei Medite vorne. Ich war gerade. Ja, geilte Gebäude. Könnte interessant werden. Um einmal wieder da hinzuzugehen. Weil man schon immer so einstellig gemacht ist, soll er jetzt eigentlich sogar schon fast killen, oder? Jo. Und Patronenhieb. Metang ist einfach insane, dass man ihn so früh bekommen hat, ne? Das ist so insane. So, Galactic Repay. Ah, ich glaube, das komplette Gebäude kriegen wir in dem Part nicht hin. Dafür hat der Kampf gegen Sylvana zu lange gedauert. Also Sylvana heißt sie ja auf Deutsch, ne? Ich will gerne mein Pokémon resten. Nochmal. Aber nur weil gerade Metang schon wieder ordentlich hassiert hat. Und übrigens bei Grasson ist gerade die Sache, ich weiß nicht, ob ich die ohne Mon gerade groß mit beibringen will. Weil ich glaube, außer Metang und Lambrio kann das bei uns im Team aktuell eh niemand lernen. Ja, das Level, ne? Außer den beiden kann es eh niemand lernen. Und die beiden sind bisher mit ihren aktuellen Moves da besser bedient. Bin gleich wieder da. Hier kommt ein kleiner Cut. Dicker Gruß an Mama hierfür. Ja, das war so. Ich habe so eine kleine Klinge bei mir im Zimmer, die da gerne mal ein bisschen mit meinen Eltern nicht mehr rufen müssen, vor allem wenn ich mein Headset auf habe. Und vor allem, wenn ich ja im dritten Stock hier sitze, dann wird es halt kritisch für die. Ja, die ist auch immer so, die Treppen sind da, wo der Zettel ist, ist der richtige Aufgang. Heißt, ich nehme immer den anderen Aufweg mit, weil da meist noch Items liegen. Soll ich jetzt mit den Tiefen wieder kämpfen? Wenn wir in der Arena haben wir jetzt auch nicht so viel. Aber der hat sogar ein paar Mal uns weggedrückt. Und ich glaube, das ist sogar mal was, er mal wegdrücken kann.
Oh, jetzt kommt Pandemie mit Level 24 an wieder. Ja, Psychoklinge. Aber dafür wäre dann der Kampf gegen den Vorstand echt nicht geil. Oh, ich meine, die Galaktikmusik, die ist wunderbar. Gold to the bat. You know I'm bad. I'm bad. Der Witz war ziemlich schlecht. Oh nein, ich lasse Mädchen nicht in den Flugmodus rennen. So einen ähnlichen Fehler habe ich ja schon mit Maholo gemacht. Und nein. 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 Nein! Okay, Knuscher. Okay, mach nicht zu viel. Wurschkäse ist ja schön bulky, der Junge. In normalen Playthroughs wäre ja auch noch ein etwas besserer Konter gegen die gegen diese X-Bad-3 und sowas. Dann fängt er auf. Sie können die aber keinen Knirscher, oder? Also die Entwicklungsreihe. Es kam mir gerade ziemlich unbekannt vor. Oh, Donnerwelle. Das ist auch interesting. Weil ich glaube, dass die halt bei uns im Team an niemanden lernen kann, außer vielleicht Militia und Militia, wenn ich mit Donnerwelle rumwerfen. So, haben wir mal hoch. Vor allem, bin ich jetzt in den Doppelkampf reingelaufen. Freiwillig. Das kann jetzt echt eklig werden, ne? Doppelkämpfe sind nie gut. Vor allem in irgendwelchen Hacks. Aber ich glaube, das soll tatsächlich schaffbar sein für beide, auch wenn da jetzt so ein Rettern ist, was hier mit Rohr drückt. Und wenn wir nur schaffen, auf beide eine Psycho-Card zu drücken, dann habe ich das. So, machen wir so. Wing Attack auf Rettern. So, nur Level 23 sehe ich gerade. Psycho-Card auf Smaun, dass ich die schon mal nicht hochjagen kann. Der Crit war definitiv necessary. Definitiv. Oh, immer die scheiß Paras hier. Vor allem, gerade das. Oh, Leute, die haben. Hilfe? ja, ne? Okay, Psycho Card auf Nidoran und. Status. Paraheider auf Mädchen. Erstmal schon immer eine Seite bei sowas weghauen. Das ist immer das Wichtigste bei. Ich weiß nicht, ob es für jetzt als Multikampf für die gilt oder ob es aber auch 6 Pokémon in einem Team sind. Auf welches Mal geht er diesmal? Okay. Wenn das ist jetzt nicht so unfassbar necessary. Stunky, okay. Folglich. Force Palm. Plus Quick Attack. Aber dann ist er ja eh nur am Glare-Spam, deswegen. Okay, jetzt haben wir ihn auch geparat. Was haben wir jetzt? Night Slash. Nicht so. Och, Glare, Alter. Eigentlich hätte ich ihn auch gern weg. White trifft Rotom nicht so bald. Ah, schade. Ich mag dieses Rettern da gerade echt nicht. Jo. Wing Attack. Ne. Mal Quick Attack auf Stunky. Ist der weg. Oder auch nicht. Okay, ja. Speeden soll ich mal sein lassen irgendwie. Ah. Fast Palm gegen Stunky. Und hier gehen wir mal raus in Sparrow. Ich habe glaube leider gerade aktuell im Team keinen Move, mit dem ich mehrere Monster. Oh, Bubble Beam, glaubt ihr, oder? Theoretisch Bubble Beam. Oh nice, Magnet Level 31.
Na, ein Level, dann wäre schon zu stark, oder? Bin nicht alles täuscht. So. Nice, wir haben alle Seile fertig. Was war da aus in der falsche Drachenmove? Das war das Feuer-Odem statt der Drachenwut. Ja, jetzt tut halt Sperrip durch, wahrscheinlich. Glamiao, okay. Der will sich halt einen von den beiden Fake-Outen. Juckt nicht, Flamethrower, go. Ja. Zieh mich einfach nur so daneben, wenn ich so. Hä, was? Mache ich gerade irgendwas Positives oder so? Nächste Idee. Und soll ich so grillen? Einfach alles grillen. Mal schauen, wie lange der Part jetzt dauert. So, hier ist nochmal ein Rüpel. Ich glaube, in Verprügung war jetzt noch, dann ist der Part für immer rum. So, bei meinem Hasenkörner nach vorne, der ist aktuell noch vom Level am niedrigsten. Also die. Oder. Okay, vielleicht haben wir auch nicht. War da nicht irgendwo das Kadabra im normalen Playthrough? Ich meine, mich an einen Kadabra zu erinnern. Dann packen wir doch vielleicht doch Frischkäse vor. Ne, nur ein kleiner Fahrer, okay. Jetzt sind wir kurz weg. Dann können wir noch einen anderen Gang kurz durchgehen. Können wir kurz reden. Ah, hier beim Forscher ist es Kadabra. Oh, das ist kein gutes Matchup. Highspeed-Kämpfe, let's go! Wait, das Ding macht gerade langsamer? Okay. Und, Schlauglas. Schlauglas? Wäre halt schon schlau zu benutzen, ne? Lol. Welches einmal denn gerade der Junge? Wahrscheinlich Holzkohle, ne? Was hat der? E-Belt. Vielleicht machen wir es dann so. Dann geben wir dem jetzt. Ich mache die neuen Item-Menüs soll ich mehr, wo man auch sortieren kann. Dann geben wir Zwiebel. Den Expertengurt. Dann gehen wir wieder raus. Dann würde ich sagen, machen wir den nächsten Part auf der nächsten Stufe weiter. Ich laufe mal zurück. Lalala. Und kleine Info mal so nebenbei. Ich habe bis heute wieder eine Folge von FIFA geschnitten. Aber halt, ich habe sie geschnitten, folglich. Mein Kumpel hat aktuell noch nicht wirklich Zeit, es zu machen. Also, Oscar kennt er jetzt ja mittlerweile auch schon aus den Cartoon Insumati und Apex und was auch immer. Videos. Der wollte mir das nachschneiden und hat aktuell aufgrund von verschiedenen Verpflichtungen gerade keine Zeit mehr, das zu schneiden. Folglich, aktuell muss man noch ein bisschen auf die FIFA-Output warten. Ich werde nun wieder mal was Selbstgeschnittenes bringen, aber nur um sich komplett auseinander zu. Um es nicht komplett auseinanderfahren zu lassen. Aber. Oh, mein Hals ist ja mal komplett am Arsch. Aber es wird noch ein bisschen dauern, bis das wirklich komplett regelmäßig kommt. Ich probiere es regelmäßig zu bringen. Wenn möglich jede Woche oder so in meinem Video. Aber aktuell probiere ich eher einen recht ordentlichen Upload-Plan zu haben. Ich glaube, jetzt diese Woche sind es auch schon wieder 3 Videos oder so. SML ist da. UDT kommt demnächst auch irgendwann wieder. So viel kann ich sagen.
Dann eben FIFA, Renegade Platinum, immer wieder so Videos mit Kumpels, wo ich mega Bock drauf habe zu spielen. Castlevania Community hat mir mega Bock gemacht. Vor allem, weil mir einfach aufnehmen mit Kumpels mega Bock gemacht, weil man fällt schon in der SML jedes Mal. Aber auf jeden Fall, das war's dann mit Part Nummer 15? 14, 15, 16, irgendwie so. Ich kann mir die Partzahl nie merken. Von Pokémon Renegade Platinum Nuzlocke Challenge. Der längste Name der verdammten Welt. Ich bin's, Patrick. Und bis zum nächsten Mal. Lasst ein Like da. Und ciao.